Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank auch für die vielen Resonanzen, die bei uns eingehen. Und er schreibt uns eine Frau Folgendes. Liebes Gebetsteam, die Sendung Hoffnung um 12 hat mir in meiner schlimmen gesundheitlichen Krise sehr, sehr geholfen. Auch besonders durch die Gebete am Telefon. Ich möchte mich für alle Gebete und Ermutigungen und auch den Zuspruch für Heilung bedanken. Danke für euren Dienst. Und das machen wir gerne. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sei ein Alltagsveränderer. Isolde und ich haben dieses Büchlein geschrieben, diesen Leitfaden, und da möchten wir in den nächsten Sendungen einiges davon vorstellen. Dieses Büchlein ist natürlich auch kostenlos für dich erhältlich. Dazu am Schluss mehr. Sei ein Alltagsveränderer. Ja, was wir dachten ist, wir wollen nicht die Christen noch groß besser machen, sondern wirklich die Christen sollten eigentlich in dieser Welt das Werkzeug sein von Gott und wirklich ein Alltagsveränderer sein in dieser Welt, nicht nur bei Christen. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich das auch sehen, dass wir auf dieser Erde sind. Und ein Zweck und Sinn, dass wir auf dieser Erde sind von Gott, ist, dass wir wirklich sein verlängerter Arm sind und sein Sprachrohr auf dieser Erde. Und es ist wirklich wichtig, dass wir auf dieser Erde einen Unterschied machen zwischen dem Leben, wie es die Welt lebt, und dem Leben, wie wir es eigentlich leben sollten. Und wirklich immer wieder üben müssen, dass wir wirklich ein Zeugnis, ein Reflektor der Liebe Gottes sind. Und da sind drei Schwerpunkte. Das eine ist das Lieben, das zweite ist das Wertschätzen und das dritte ist das Vergeben. Und wenn wir das in der Welt, vor der Welt leben, sind wir wirklich Alltagsveränderer. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der mitmachen möchte, Alltagsveränderer zu sein. Herr, dass wir wirklich auch deinen Auftrag auf dieser Erde, Herr, erfüllen. Herr, bei unseren Nächsten, in unserer Arbeitsstelle, Herr, im Alltag. Herr, ich danke dir, dass wir nicht nur auf uns schauen, dass es uns gut geht, sondern, Herr, dass wir auch schauen, Herr, die Leute drumherum, dass die erkennen, dass es was Besseres gibt, dass du aus uns herausstrahlst. Danke, Herr, für jeden, der wirklich Freude daran hat, ein Alltagsveränderer zu sein. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Und eine Frau aus Bayern schreibt uns: Guten Tag, ihr Lieben. Von ganzem Herzen möchte ich euch heute um Gebetsunterstützung bitten. Bin im Mai gestürzt. Es war Gott sei Dank nichts gebrochen. Aber mein rechter Oberarm und die Schulter schmerzen immer noch sehr und die Beweglichkeit wurde auch nicht besser. Mit Wahrscheinlichkeit war eine Sehne angerissen und ist entzündet. Bitte betet für mich. Danke vielmals für eure Hilfe und Gebete. Herzliche Grüße. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die diesen Unfall hatte, die gestürzt ist und an ihrem Arm und Schulter Schmerzen hat. Danke, Jesus, dass auch dieser Schmerz besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir, dass dein Heilungsstrom fließt, auch heute noch, und dass du diesen Arm berührst und dass auch die Beweglichkeit zurückkommt. Danke, Jesus, dass alles in deiner göttlichen Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird. Danke, dass dein Heilungsstrom fließt. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für eine Mutter. Es wäre nett, wenn Sie für meine Mutti beten, da sie immer noch erbricht und dass es nicht zu einem Darmverschluss kommt. Außerdem hat sie Ausschlag am Körper. Das ist eine allergische Reaktion auf die Antibiotika. Bitte beten Sie mit. Jesus, und wir danken dir, dass du auch diese Mutter kennst. Danke, dass du ihren Darm reinigst und dass da wirklich Heilung geschieht und dass er wieder ganz normal funktioniert, so wie du es
vorgesehen hast. Danke, Jesus, dass auch diese allergische Reaktion keine Wirkung mehr hat, dass es aufhört. Und ich danke dir, dass diese Mutter wieder ganz gesund ist. Danke, Jesus, dein Heilungsstrom fließt durch ihren Leib. Und wir danken dir, dass du das verheißen hast und dass es geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Einige Menschen schrieben uns wegen einer Arbeitsstelle. Zum Beispiel: Liebes Team, danke, dass ihr für mich betet, dass ich bald wieder eine Arbeit finde und arbeiten darf. Und auch diese Frau braucht eine Arbeit. Ich bitte um eine neue, gute Arbeitsstelle, wo ich gerne und mit Freude dort arbeite und wo ich auch gut bezahlt werde. Danke für euer Gebet. Ja, Hoffnung um 12, das machen wir schon seit April. Und es sind so viele Menschen, die Arbeit gesucht haben, die haben wieder Arbeit gefunden. Wir konnten ja auch schon so viele Zeugnisse weitergeben. Und wir glauben, dass Gott auch bei diesen Menschen und auch bei dir, wenn du eine Arbeitsstelle brauchst, wirklich das Wunder tut. Herr, ich danke dir dafür, dass wir auch heute zu dir kommen dürfen. Du siehst jeden, der jetzt Arbeit braucht, auch die Menschen, die hier geschrieben haben. Ich danke dir dafür. Herr, lass es die richtige Arbeitsstelle sein, eine gute Arbeitsstelle, nicht eine Notlösung, sondern wirklich auch eine Arbeit, die Freude macht, die auch gut bezahlt ist und gute Kollegen dort sind. Ich danke dir. Herr, danke, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Einer Freundin soll die gesamte Schilddrüse entfernt werden. Sie glaubt an göttliche Heilung und möchte sich nicht operieren lassen. Ich bitte um Gebet für sie. Vielen herzlichen Dank. Ja, der Glaube an göttliche Heilung ist eine gute Voraussetzung für Heilung. Und das ist immer so wunderbar, wenn Menschen schreiben, dass sie glauben. Manche sagen, ich probiere es auch mal mit Gott und so, da ist der Glaube nicht so groß, aber wir erleben Zeichen und Wunder, egal wie die Leute glauben oder wenn die Leute gar nicht glauben. Aber wenn wir glauben, ich glaube, das wird wirklich das Wunder tun. Danke, Herr, dass du wunderbar jetzt auch bei dieser Frau bist, die sich ganz auf dich verlässt und dir vertraut. Und ich danke dir, Herr, dass wir Heilung in diese Schilddrüse hineinsprechen dürfen. Herr, dass wir befehlen dieser Schilddrüse wieder Normalfunktion, dass alles wieder richtig normal funktioniert. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, schenk du Wiederherstellung zum Normalzustand. In deinem wunderbaren Namen, Jesu, bitten wir. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgende Gebetserhörung. Danke für die Gebete für meinen Enkel. Vor ein paar Wochen bat ich um Gebetsunterstützung wegen seiner Neurodermitis. Meine Tochter teilte mir jetzt mit, seine Haut ist super gut. Wir sind dankbar, Gott tut Wunder. Auch ich habe Heilung erfahren dürfen. Meine Augenprobleme sind verschwunden. Ich fühle mich wie befreit. Danke für eure Gebete. Und noch eine Gebetserhörung. Tochter hat den Führerschein bestanden. Ich habe gestern im Chat bei euch für meine Tochter beten lassen, für ihre Führerscheinprüfung heute. Sie war schon einmal durchgefallen. Daniel betete so wunderbar und sagte alles im Gebet, als würde er meine Tochter kennen. Heute hat sie bestanden. Danke, Herr, und danke euch für die Gebete. Wie schön. Und eine wunderbare Gebetserhörung aus der letzten Gebetsnacht. Wir wollen Danke sagen. Wir haben den Segen für kinderlose Paare in der letzten Gebetsnacht empfangen. Und jetzt ist meine Frau schwanger. Gott ist allmächtig. Und da freuen wir uns natürlich mit den beiden. Ja, wie wunderbar ist, wenn Gott Gebete hört. Auch in unserem Urlaub haben wir das erfahren, dass eine Frau im Gottesdienst war, hat für ihre Tochter beten lassen, die keine Kinder bekommen konnten in der Ehe. Und sie hat die Bilder gezeigt, wie diese Tochter heute
auf einem Pferd reitet, also die Enkelin sozusagen, und Gott erhört Gebet. Wenn auch du was erlebt hast, dann lass es uns wissen. Einfach schreibe du uns eine kurze Geschichte oder deine Geschichte auf WhatsApp oder sprich sie drauf oder mach ein kurzes Filmchen. Wir würden uns riesig freuen. Der Tipp des Tages heute: Sei ein Alltagsveränderer. Mach etwas, wo du einem anderen eine Freude machen kannst. Nicht was, wo du immer machst, sondern wo du richtig einem eine Freude machen kannst. Stell einem Kollegen irgendwie vielleicht eine Süßigkeit auf den Tisch oder du hast bestimmt viele, viele Ideen. Mach etwas, ich sag dir, es wird dir Freude machen. Und schick uns weiter deine Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wie ich schon sagte, du kannst gerne den Alltagsveränderer für dich haben. Du kannst ihn bestellen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Die Predigt vom Alltagsveränderer kannst du auch gerne auf YouTube schauen. Dort ist der Titel Die drei Veränderungswunder. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.